folgt eine Produktion von, von Radio Weser TV und großem V aus dem Studio Norden Hamburg. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet. Im Jahre 1828 wurde Deutschland zum ersten Mal als Land der Dichter und Denker beschrieben. Diesen Titel verdankt Deutschland vor allem den Leistungen der großen Poeten Goethe und Schiller. Das Team von Radio Weser TV durfte sich nun vor kurzem bei einem Dichterwettstreit, einem sogenannten Poetry Slam, aber davon überzeugen, dass es auch noch heute durchaus literarische Nachwuchstalente gibt. Wir haben Slammern in der Begolem-Werder einmal über die Schulter geguckt. Poetry Slam ist eine Veranstaltung, auf der jeder seinen selbstgeschriebenen Text vortragen kann und sich der Konkurrenz im Wettbewerb stellt. Genauer gesagt ist ein Poetry Slam ein Dichterwettstreit, bei dem ein selbstgeschriebener Text innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen wird. Das Publikum wird dabei als aktiver Part in die Veranstaltung integriert. Sie sollen applaudieren, kommentieren und auch Punkte vergeben, um die Finalisten zu ermitteln. Aber wieso kam es eigentlich dazu, dass ausgerechnet in der Begu in Lemwerder ein Poetry Slam stattfindet? Die gebürtige Oldenburgerin und Veranstalterin Lela Nadine Wachter, die dieses Jahr ihre Ausbildung in der Begu Lemwerder beendet, verrät es uns. Also Poetry Slam kam mir schon immer irgendwo mal entgegen, das Wort. Und mein Chef meinte, ich sollte mal mir ein Abschlussprojekt quasi überlegen. Und dann habe ich mir mal einen angeguckt und fand das so toll und habe gedacht, Mensch, das würde hier doch irgendwie reinpassen. Meine Erwartung für heute Abend einfach nur, dass alle den Abend genießen, dass nicht schief läuft, dass alles gut klappt und wir heute Abend unseren ersten Begu-Slammer haben. Bei dem ersten Begu-Slammer stand Lela Nadine Wachter auch selbst auf der Bühne. Allerdings als Moderatorin und nicht als Teilnehmerin. Also Geschichten geschrieben hat man mal in der Schule, aber dass ich da jetzt mit auf die Bühne gehen muss und dass die so spektakulär sind, nee, mit denen kann ich nicht mithalten. Die Veranstaltungsform Poetry Slam kam selber erst im Jahre 2009 nach Deutschland. Sebastian Hahn aus Bremen, der Gewinner des Poetry Slam in Lemwerder, trägt schon seit 2 Jahren seine eigenen Texte vor und ist dabei auch schon viel rumgekommen, denn er hat selbst schon in London geslammt. Aber wie kam es bei ihm dazu, nun bei Poetry Slams teilzunehmen? Ich habe es im Internet gesehen und habe dann gedacht, wenn das so einfach aussieht, dann kann das auch nicht so schwer sein. Und im Endeffekt war es auch nicht so schwer und dann habe ich mich auf die Bühne getraut und dann lief's. Er legt das Bild auf den Tisch, atmet tief durch, schaut auf den kleinen Sebastian vor sich und sagt dann ruhig, aber bestimmt, Bub, der Weihnachtsmann auf diesem Bild ist mit Abstand das Hässlichste, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Bei den Texten der Poetry Slammer gibt es keine Grenzen. Die einen schreiben über Liebe und die Freundin, andere über den Alltag. Bei Sebastian ist es aber wiederum ein ganz anderes Thema, welches ihn zu seinen Texten inspiriert. Meistens sind es die Familienmitglieder, dass ich einfach meine Familie beobachte und dann entstehen solche Texte oder Menschen allgemein. Der Erfinder des Poetry Slams, Mark Kelly Smith, hat folgende Regeln aufgestellt. Die Texte müssen selbst geschrieben sein und der Dichter darf keine Requisiten, Kostüme oder Musikinstrumente verwenden. Die 3 Jungs Maurice, Miles und Angelo aus Lemwerder haben beim Poetry Slam den 2. Platz belegt.
Anstatt klassisch ihre Texte vorzulesen, haben die drei Jungs gerappt und das ganz ohne Instrumente. Wo sollen wir denn hin? Wir haben den Jugendtrap ab 1.12.2010. Sorry, liebe Users, davon habe ich nichts gesehen. Mit den richtigen Leuten kommt hier was in Gang. Doch die Gemeinde bremst und saust und dann sind die Hoffnungen das Fass ohne Boden. Sorry, Herr Bürgermeister, ich würde Sie gerne loben. Doch schauen Sie sich einmal den Skatepark an. Was tun Sie den Skatern an? Die Zeitung sagt, es passiert nichts, weil wir nicht sagen, was wir wollen. Ich frage mich, wie oft wir noch was sagen sollen. Die Idee, bei einem Poetry Slam mitzumachen, kam von Freunden der drei Jungs. Wie es sich für Rapmusik gehört, handelt es sich bei den Texten auch um das Leben auf der Straße und was man am Leben ändern könnte. Oder einfach das, worauf sie gerade Lust haben und ihnen in den Kopf kommt. Aber sie wollen mit ihren Texten auch etwas verändern. Ja, das war eigentlich, weil in dem Werder, wir können nirgendwo hin, wir dürfen nichts. Die Politik ist auf gut Deutsch gesagt halt nicht die beste hier. Wir wünschen uns einfach mehr und die Inspiration hat uns dazu gebracht, dass wir Texte schreiben und die an die Politik appelliert ist, dass die irgendwas ändern können, dass die in dem Werder mehr für die Jugendlichen machen, weil wir haben echt nichts. Als vor 13 Jahren die meisten nach dem Werder kamen, waren wir noch alle kleine Kinder und die haben Grundschulen gebaut, die haben Kindergärten gebaut, die haben normale Schulen gebaut, alles mögliche, aber es war nichts dafür da und nichts dafür geeignet für die Kinder, die dann irgendwann größer werden. Daran haben sie nicht gedacht. Also es gibt für das Alter von 13 bis 18 her kaum was. Die 18-Jährigen können in Kneipen gehen, Spielotheken gehen oder können halt auf Party gehen, in Diskotheken oder so. Und das ist bei uns halt nicht so der Fall. Kritik an der Politik und amüsante Alltagsgeschichten werden in Zukunft öfter den Weg in die Beko Lemwerder finden. Denn der nächste Poetry Slam ist bereits geplant und wird am 31. Mai stattfinden. Dann besteht wieder die Möglichkeit, über die Texte der Slammer zu lachen und grübeln oder selbst einmal das Mikro in die Hand zu nehmen. Aber nicht nur Dichter und Denker prägen unsere Gesellschaft, sondern auch diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren. Doch diese bekommen nur sehr selten Applaus. Um ihnen mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit zu schenken, hat die ortsansässige Nordwestzeitung die Aktion Mensch des Jahres ins Leben gerufen. Radio Weser TV hat die Preisverleihung für sie begleitet. Kürzlich versammelten sich die Nordenhammer Würdenträger zu einer ganz besonderen Preisverleihung. Im Mittelpunkt standen nicht etwa lokale Berühmtheiten, sondern ganz normale Bürger. Bereits zum dritten Mal hat die Veranstaltung Mensch des Jahres 2011 zur Ehrung engagierter Bürger im Rahmen der Nordwestzeitung stattgefunden. Zur Frau des Jahres wurde die 53-jährige Olga Deutsch auserkoren, während der 84-jährige Stefan Hübsch zum Mann des Jahres gewählt wurde. Hans Franksen, Bürgermeister und Mitglied der Jury, schätzt das Engagement der beiden Preisträger außerordentlich. Ja, beide sind herausragende Persönlichkeiten und es ist beeindruckend, wenn man also sieht, wie sie auch seitens der NWZ es rausgearbeitet haben, wie die Persönlichkeitsstrukturen sind, wie die persönlichen Werdegänge sind. Denn trotz Schwierigkeiten, persönlicher Schwierigkeiten, ich denke jetzt mal an Olga Deutsch, die also vor 12 Jahren erst von Sibirien hier übergesiedelt ist und ein Jahr später schon ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen hat. Das fordert Respekt ab im großen Maße und ich glaube, wir haben eine würdige Preisträgerin insoweit auch gefunden. Und mit Herrn Hübsch, den ich sehr, sehr lange über die Jahrzehnte kenne, den kenne ich eigentlich überwiegend über seine ehrenamtliche Tätigkeit. Also auch hier beides hervorragende Persönlichkeiten, die, denke ich mal, ein Beispiel geben für viele andere, die wir in der Gesellschaft haben auch. Bereits seit 10 Jahren leitet Olga Deutsch die Tanzgruppen des SV Nordenhams. Inzwischen betreut sie 70 Tänzerinnen und Tänzer der verschiedensten Nationen. Dafür, dass Integration gelingen kann, ist sie ein hervorragendes Beispiel. Ich denke, ich bin Olga Deutsch aus Russland, nur mit Namen Deutsch, sondern ich reine Russe. Und jetzt hier Gewohnerin. Das ist richtig, war Schock und nervös, aber natürlich, dass es Erfolg. Erfolg hatte auch Stefan Hübsch, der für sein Engagement im Bereich der Hospizhilfe ausgezeichnet wurde. Als er anfing, Menschen, die im Sterben lagen, zu betreuen, war der Tod doch ein absolutes Tabuthema. Er und seine Mitstreiter setzten sich für die Menschen ein, die sich in ihren letzten Tagen alleingelassen fühlten und ermöglichten ihnen einen würdevollen Abschied. Zu seiner Arbeit ist er jedoch über einige Umwege gelangt. Ja, ich bin eigentlich seit über 30 Jahren im Ehrenamt. Das fing ganz einfach an. Ich hatte ja erst ein junges Mädchen, die ein bisschen behindert war und die zu Hause eigentlich nicht die Zuwendung bekam, die sie haben musste. Durch den Vormundschaftsrichter gebeten worden, die Vormundschaft zu übernehmen. Und so schlittere ich langsam
in diese ehrenamtliche Tätigkeit und es entwickelte sich dann, dass ich gebeten worden bin, ehrenamtlicher Bewährungshelfer zu sein. Oft auch Gefangene, die im Gefängnis noch saßen, die aber kurz vor der Entlassung standen, zu betreuen. Ja, daraus hat sich immer mehr entwickelt. Ich habe dann später ja eben auf diesem Gebiet der Hospizbewegung, aber auch in der Betreuung älterer Menschen, die Kraft ihrer Gesundheit nicht mehr in der Lage waren, ihre Besorgungen selbst zu machen, Betreuung übernommen in den Altenheim. Und so hat sich das, sage ich mal, immer entwickelt. Man ist sozusagen aus dem einen ins andere reingekommen. Es hat mir Freude gemacht. Es sind Aufgaben gewesen, die man normalerweise annehmen muss, die Kraft und Mut erfordern. Um die positive Wirkung eines Ehrenamtes weiß auch die Nordwestzeitung. Deshalb organisierte sie die Verleihung zum Mensch des Jahres 2011 bereits zum dritten Mal. Wie jedes Jahr durften die NWZ-Leser wieder Vorschläge zur Wahl einsenden. Norbert Hartfiel, leitender Redakteur der Zeitung, freut sich über eine große Resonanz. Also als erstes rufen wir unsere Leser auf, sich zu beteiligen mit Vorschlägen. Und das ist auch eine sehr rege Resonanz gewesen. In diesem Jahr besonders groß, da freuen wir uns auch drüber. Und es sind 22 Kandidaten vorgeschlagen worden. Und entscheidend ist eben ehrenamtliches Engagement. Denn wir erwarten, als Kriterium setzen wir voraus, dass die Leute sich eben unentgeltlich für einen Verein und für eine soziale Einrichtung engagieren. Wer das immer beruflich, gewerblich macht, den können wir leider da nicht dran teilnehmen lassen. Auch wenn nur zwei Ehrenamtträger an diesem Tag besonders hervorgehoben wurden, betont Norbert Hartfiel noch einmal, wie wichtig es ist, solch engagierte Bürger zu ehren. Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft. Natürlich sind aber im Grunde alle Kandidaten Sieger, wenn es gar keinen Sieger in dem Sinne eigentlich geben soll, aber wir möchten eben alle würdigen und stellvertretend für diese 22 oder wie viele es auch immer im ganzen Norden haben geben mag, haben wir eben jetzt diese zwei ausgewählt, bei denen was Besonderes, ganz Besonderes geleistet haben. Auch im nächsten Jahr werden die Menschen des Jahres gekürt, um diejenigen zu würdigen, die ihre Freizeit opfern, um etwas zu bewegen. Vielleicht gibt es bis dahin sogar noch mehr Nominierte für diese ganz besondere Wahl. Mit der Ernennung der Menschen des Jahres 2011 dürfte das letzte Jahr nun endgültig abgeschlossen sein. Auch im nächsten Jahr werden dann nicht nur die Dichter und Denker mit Applaus bedacht, sondern dann auch zum vierten Mal die Menschen des Jahres 2012. Auch diese Veranstaltung werden wir von Radio Weser TV natürlich wieder für Sie begleiten. Das war es auch schon wieder mit Blick ins Sendegebiet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aber nicht nur Dichter und Denker, sondern auch diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren. Aber diese bekommen nur sehr selten.